So, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ja, meine Langeweile, die treibt mich dazu, irgendwelche Sachen mir auszudenken. Und jetzt habe ich mir folgendes ausgedacht. Eventuell würdet ihr ja gerne mal wissen, wo ich meine Ladung herbekomme oder wie das Ganze funktioniert, mit dem Ladung buchen und so weiter. Da habe ich mir gedacht, da mache ich mal ein Video, so ein Screenshot-Video. Und zeige euch mal anhand von der Website, von dem Loadboard, wie das Ganze funktioniert und wie meine Dispatcherin zum Beispiel die Ladung auch sucht und bucht für mich. Manchmal mache ich selber, aber eigentlich nicht mehr. Das habe ich zum Anfang gemacht, aber jetzt habe ich hier eine Dispatcherin, die das für mich macht. Und ja, wie gesagt, guckt es euch an. Vielleicht interessiert es, vielleicht aber auch nicht. Und lasst uns mal anfangen. Vorher natürlich das geile Intro. Okay, also bis dann, bis nachher. Tschüssi, bye bye. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wo ich meine Ladung herbekomme und wie das alles funktioniert mit den Ladungen. Da habe ich mir gedacht, da mache ich mir hier so ein Ladungs-Special und zeige euch einfach mal, wo ich oder meine Dispatcherin Ladung herbekommt. So, dann fangen wir mal an. Das ist eigentlich hier ein Loadboard, nennt sich Trucker's Edge. Und da geht man einfach auf Suchen. Und da ist dann halt hier die Hauptseite, was man sucht, welche Ladung, welche, also Ladetyp man hat. Entweder Container, Autos, Flatbed mit Ketten, Flatbed Hotshot oder Flatbed mit Tarps. Und das kann ich alles ankreuzen, weil ich das ja alles erfülle. Dann hat man hier, von wo man das abholen möchte oder von wo man sucht, innerhalb von welchem Radius man sucht. Immer Meilen, ne? Und wann man sucht, wie viel Pfund und wie lang. Die Länge lasse ich immer offen, weil dann halt mehr Ladung kommen, weil viele auch Ladung anbieten, die dann eigentlich kürzer sind als 48 Fuß, aber trotzdem 48 Fuß angeben, weil es bei denen mal wahrscheinlich so eine Standardeinstellung oder so. Ja, so und hier halt welchen Radius und die Destination, also wo man hinfahren möchte halt und welchen Radius, aber das lasse ich offen, weil mir ist es egal, wo ich hinfahre, ich fahre dahin, wo es Geld gibt. So, dann gehen wir mal auf Suchen und mal sehen, was kommt. Die Internetverbindung ist jetzt nicht die schnellste, aber es geht. So, dann haben wir hier die Hauptseite und man sieht halt, die Ladungen sind jetzt in meiner Region verfügbar. Hier zum Beispiel eine schöne nach Charlotte. Steht natürlich leider keine Angabe der Länge oder des Gewichts da. So, hier vorne steht ein Truck-Typ, Flatbed, mit ist eine Tarp, also eine abgedeckte Ladung, eine Full Load, also keine Teilladung, das ist eine volle Ladung für den ganzen Trailer. Geht von Arkansas, also 259 Meilen von Waldo, Arkansas nach, ach so, hier waren wir ja. Houston, Texas nach Charlotte, North Carolina. Wäre also eine Leer Deadhead, heißt DH, Leermeilen, 270 Leermeilen und Trip sind die gefahrenen Meilen mit Ladung 1039. Hier nochmal die Kontaktnummer vom Broker in dem Fall.
Die haben natürlich auch einen Credit Score, wie sie bezahlen. Der liegt jetzt bei 97, ist akzeptabel, ist okay. DTP heißt Day to Pay, 36 Tage, bis man das Geld kriegt. So, der ist der Name von dem Broker, von der Brokerfirma. Und hier hinten bei Factor, wo ein grüner Haken ist, da kann ich also meine Unterlagen, die ich dann habe, wenn ich den Trip beendet habe, schicke ich die zu einer Factoring Company. Die bezahlen mich und die holen sich dann das Geld von dem hier. Also ich brauche dann nicht warten, bekomme mein Geld entweder am gleichen Tag oder spätestens am nächsten Tag. Und die Factoring Company, die holt sich das Geld vom Broker. So viel Auswahl haben wir hier nicht. Hier ist noch St. George, Utah. Aber auch keine Angaben. Da müsste man dann halt anrufen. Aber dafür ist meine Dispatcherin dann da. Dafür kriegt sie ja auch Geld. So, diese drei hier kann ich schon mal streichen, weil Leinster, da, ja, es geht nicht. Aus besonderen Gründen. Und hier ist eine nach Florida zum Beispiel. Flatbed Hotshot. Full Load. Na, von Houston, also der meint 270 von Fort Worth. Dann 1178 geladene Meilen. So, den Broker kenne ich auch. Da bin ich auch schon sehr oft gefahren für den. Klicken wir die mal an, ob da eine Rate steht. So, hier steht nichts. Also muss man anrufen und fragen, was er bezahlt. Ja. Und hier unten sind nochmal Samples, was pro Meile halt so bezahlt werden sollte. Und so im Durchschnitt. Ne? Ja, also das mal als Information, wie das funktioniert, wo ich meine Ladung herkriege und wie das mit dem Buchen ist und so weiter. Ne? So, bei dem Buchen, da muss man natürlich dann viele Unterlagen hinschicken, wenn man neu bei dem Broker ist und so weiter. Okay, also bis hierher erstmal. Danke fürs Anschauen. So, ihr Lieben, ihr habt jetzt das Video gesehen, wie das funktioniert mit dem Loadboard. Und ich hoffe, es war ein bisschen informativ für euch und Fragen wurden beantwortet dadurch, die vielleicht schon irgendwo mal im Kopf waren, aber nicht gefragt wurden. Und ich hoffe, damit wurden die Fragen beantwortet. Und wenn nicht, dann schreibt es nochmal in die Kommentare. Dann werde ich darauf auch nochmal eingehen. Also, bis denne und bis nächste Woche. Bis morgen. Tschüssi und bye bye. Hammer down, we're going to Memphis. Let's go. What about that fool? Ground me. What about you? Hammer down.